Wir haben hier den Karlsplatz, wo viel Gemüse verkauft wird und Obst. Es sieht immer so wunderbar aus. Es ist aber viel von dem, was unsere kleinbäuerliche Landwirtschaft kaputt macht. Und genau zu diesem Thema haben wir hier den Bernd Schmitz von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, der jetzt das Wort ergreifen möchte. Viele Menschen aus Düsseldorf oder die nach Düsseldorf gekommen sind, hier für sich einzusetzen, für die Freiheit von Saatgut, für die bäuerliche Landwirtschaft, für das Wichtige, was bei uns eigentlich die Grundlage unseres täglichen Lebens ist. Dieser Terra Viva-Marsch ist, glaube ich, von ganz großer Bedeutung und wird häufig unterschätzt. Das, was wir bisher gehört haben, immer gegen Monsanto, ist eigentlich genau das, was wir hier nach vorne fordern, etwas für unsere Welt, für unsere Erde zu tun, eine gemeinschaftliche Zukunftsvision, die Vandana Shiva in Paris bei der COP21 gefordert hat. Vandana Shiva war bei mir zu Besuch auf dem Hof. Es war ein tolles Erlebnis, mit dieser Preisträgerin des alternativen Nobelpreises über Zukunft und Innovation zu sprechen. Sie setzt sich dafür ein in Indien mit ihrer Organisation, dass dort den Bauern Saatgut erhalten wird. Saatgut, was sonst, wenn es von Konzernen kommt, eigentlich nicht mehr erschwinglich ist für Kleinbauern auf der Welt und sie deshalb eigentlich Schulden machen müssen und damit in die Hände anderer Geld spielen, die hinterher, wie wir heute Morgen auch schon gehört haben, anschließend den Kauf von Bayer finanzieren, der an Monsanto interessiert ist. So schließen sich Kreisläufe, liebe Demonstranten. Wir müssen aufpassen, dass das Saatgut frei bleibt. Frei zugänglich für alle. Das heißt für euch, wenn ihr was in den Garten stellen wollt, wenn ihr auf dem Balkon eine Tomate hinstellen wollt, aber auch frei für uns Bauern, dass wir nicht Patentgebühren, nicht Nachbaugebühren und irre hohe Kosten, die sich noch wahrscheinlich der ein oder andere Konzern einfallen lassen will, bezahlt haben muss. Und damit steht ihr heute hier für eine Freiheit von Saatgut und Freiheit von bäuerlicher Landwirtschaft. Die Bauern haben seit Jahrtausenden Saatgut vermehrt, das Beste zurückgelegt und daraus wieder neue Pflanzen gezüchtet und deren beste Samen wieder zur Seite gelegt. Das ist Bauernarbeit seit Tausenden von Jahren und dann kommen Konzerne und sagen, wir haben da was dran verändert. Das ist jetzt uns. Das ist jetzt etwas, wo wir ein Patent drauf anmelden. Und ihr glaubt es nicht, wer hat die meisten Patente auf das Saatgut? Bayer, nicht Monsanto. Wir haben das recherchiert, Europäisches Patentamt kann da nachlesen, die Recherche ist 2012 gewesen und Bayer hatte die größte Anzahl an Patenten auf Saatgut. Und das ist die Gefahr, wenn man jetzt sieht, Bayer und Monsanto unter einem Dach. Das müssen wir verhindern. Es ist genau das, was man sieht. Die Konzerne leihen sich Geld bei den großen Banken, die wir schon gerettet haben. Das muss man sich mal vorstellen. Sie finanzieren dann den großen Deal, um eigentlich den Diebstahl an unserer Nahrungsgrundlage zu finanzieren. Denn immer neue Techniken, die sich diese Konzerne mit viel Geld einfallen lassen, sollen eigentlich nur die Taschen füllen, aber eigentlich nicht unser tägliches Leben sichern. Denn das ist das, was wir als Problem haben. Menschen, die hungern, haben nur keinen Zugang zu Saatgut. Und deshalb brauchen wir freies Saatgut. Und dafür müssen wir heute noch lauter werden. Ich selber habe einen Biobetrieb und bin Milchbauer, habe aber auch mit der solidarischen Landwirtschaft bei mir angesiedelt, mittlerweile Gemüse. Und wenn wir feststellen, jetzt in der letzten Vergangenheit, dass wir da auf einmal Saatguttechniken untergeschoben bekommen haben, die wir da gar nicht haben wollten, dann ist das etwas, was Konzerne tun und wir nicht haben wollen. Diese Gentechnikverfahren, die Sie anwenden, die werden noch gedeckt von unserem Minister zurzeit und das ist eine
eine ganz schlimme Entwicklung, dass die Politik auch noch das Mäntelchen darüber hält und sagt, nein, das ist keine Gentechnik, das fällt nicht unter das Gesetz für Gentechnik und wir lassen das einfach mal laufen. Auch dagegen heißt es, laut zu werden gegen diese Scheingentechnikverfahren. Wer die Freiheit für das Saatgut verteidigt, verteidigt unser tägliches Essen. Und deshalb finde ich es so gut, dass ihr hier seid. Danke an euch und danke auch an die, die zuhören, eigentlich und vielleicht noch gleich mitgehen, statt nur zuhören. Auf dem Adolfsplatz gibt es ganz viele Stände, die darüber informieren, wofür wir heute hier in Düsseldorf unterwegs sind. Und deshalb danke auch an Olivia, an die Organisation hier und an die, die teilnehmen und an die Trecker, die hier vor den Toren, vor den Biobauern sich den Weg durch die Stadt bahnen. Der Gemüsebauer Heiner Hand, der Unterstützer seit Jahren und dem gebührt ein besonderer Dank an der Stelle, der steht hier und ist mittendrin. Ich sage euch, werdet noch lauter, denn auch wenn wir jetzt gehört scheinbar werden, was unser Widerstand ist gegen TTIP, dieses ist noch nicht laut genug. Wir müssen auch da weiter auf die Tube drücken und lauter werden, sagen, TTIP ist die nächste Variante dessen, was wir an Gefahren sehen, wo wir der bäuerlichen Landwirtschaft den Chaos machen wollen. Denn die Profite, die dort über Gentechnik anvisiert sind, sind genau das, warum die Konzerne dieses unterstützen. Wer die Bauern fragt, die sagen euch, nein, wir brauchen das nicht, denn wir brauchen eigentlich euch die Verbraucher, die an unserer Seite stehen und eigentlich euch mit uns zusammen unterwegs gegen TTIP, gegen CETA und für freies Saatgut. Danke.